ist Messerschmidt hier. Wir sind am Stand von Messerschmidt und bei mir ist der Achim. Der Achim ist zuständig für die Fahrzeuge hier. Achim, erzähl uns mal, wie hat es sich denn mit dem Namen auf sich? Ja, bereits vor 5 Jahren war ich hier mit dem Felo Schmidt, der eigentlich sehr bekannt durch die Presse ging. Und damals noch Felo Schmidt und kurz nach der Messe hieß es ganz groß in der FAZ, Messerschmidt ist wieder da. Und somit bin ich zur Messerschmidt Stiftung nach München gekommen, die uns dann Kooperation angeboten haben, was den Namen betrifft. Und somit haben wir quasi die Namensrechte erworben, muss man sagen. Ja. Aber wir können auch ihr habt verschiedene Fahrzeuge, beziehungsweise der Grundaufbau ist immer gleich und die Karosserie ist anders. Nein, nicht ganz. Also wir haben jetzt hier den Messerschmidt KR 25 stehen, was jetzt ein normales Pedelec ist, wie der Name schon sagt, 25 Kilometer. An einer 45 Kilometer Version sind wir dran, müssen wir machen, es wird verlangt, weil jeder zweite fragt den Namen. Weil es mehr in die Richtung genau. Auto einfach genau. Geht und diesen Autoersatz. Die Filaio-Geschichte hat nichts mit Messerschmidt zu tun. Okay. Filaio haben wir hier, weil ich über die Heckradlenkung, die wir hier einsetzen, zum Markus von der Wiel gekommen bin. Der ist Mercedes-Benz-Mitarbeiter und hat natürlich alle Zugänge gehabt zum Software und so weiter und so fort. Und diese Hinterradlenkung hat sich im Filaio recht gut bewährt. Und da haben wir ein bisschen was übernommen. Okay, das heißt, der Filaio ist eine eigene Sache und wir sind zuständig. Okay, Sie haben gesagt Pedelec, das heißt bis 25 km/h unterstützt und gilt auch als Liegefahrrad. Als Liegefahrrad, genau. Okay, und Elektromotor, wie viel? Wir haben einen TSCD, einen 250er TSCD Motor drin mit einer Spitzenleistung von 350 Watt. In Verbindung mit einer 8-Gang Nexus, umgebaut von Schumacher, damit man auch rückwärts fahren kann. Also das heißt, Rücktrittfunktion ist Rückwärtsfahren. Nicht rückwärts bremst, sondern rückwärts fahren. Gut. Und wie steht es mit Massenproduktion oder auf dem Markt? Das ist jetzt die Nummer 4 von 5 Vorserienfahrzeugen, okay. Die bereits verkauft sind. Und die Produktion läuft jetzt gerade an. Die läuft an. Das heißt, das ist frei erwerblich. Genau. Wir bauen das Ding drüben in der Nähe von Straßburg. In Hürth haben dort eine relativ große Fabrik am Start mit ungefähr 2000 Quadratmeter Produktionsfläche, in dem wir dann auch den großen Messerschmidt in der L5E-Version produzieren werden. Das ist ein 11 Kilowatt Fahrzeug. Wie sieht es mit dem Preis aus? Preislich sind wir bei 12.000 Euro, kann man ganz offen sagen. Und wir müssen uns auch mit den Preisen verstecken, weil da steckt ein Haufen Know-how. Von der Firma Gentleton. Bei mir ist der Herr Rammer, das ist der Erfinder vom B-Turtle. Herr Rammer, das B-Turtle, was ist das eigentlich? Ja, das ist ein Mikrowohnwagen für Fahrräder. Wir wollten einfach, dass durch das E-Bike, das sozusagen ganz viele neue Möglichkeiten bietet, wollten wir eine Reiseform schaffen, wo man mehr Komfort hat wie beim klassischen Bike-Camping, wo man am Boden schlafen muss. Und das B-Turtle ist jetzt sozusagen die nächste Komfortstufe, wo man einerseits einen sehr hohen Vorraum hat, um sich im Stehen umziehen zu können und auch nicht mehr am Boden schlafen muss und gleichzeitig unten eine Schublade, wo 120 Liter Reisegepäck reinpassen. Also ein richtiger Sprung im Radreisekomfort. Mhm. Ja. Genau, hier unten sieht man das Rad wird quasi als Anhänger, wird das Zelt transportiert und die Grundkonstruktion ist aus diesen aufblasbaren Elementen. Genau, das hat zwei Teile. Das eine ist die Liegeplattform, die ist wie ein Stand-Up-Paddle von der Technologie her. Also sehr stabil? Genau, das wird, wenn die Luft draußen ist, ist es weich, dann kann man es falten, so wie man hier sieht. Das heißt, das ist jetzt die Transportform? Das ist der zusammengelegte Anhänger. Das ist eben eine Drop-Stitch-Matte. Genau, Da sind tausende Fäden zwischen den beiden Planen und wenn da Luftdruck reinkommt, dann stabilisiert sich das. Und der zweite Schlauch, also die zweite Kammer ist dann die Zeltkammer. Das ist ein zweilagiges System. Da drinnen ist ein Innenschlauch und der spreizt sich bei Luftdruck und bringt dann das Zelt in seine Form. Okay. Das heißt, das ist auch durchaus stabiles Zelt. Ja, ja, Ihre Zelte, also die Zelte der Firma Gentleton, die sind alle so aufgebaut, oder? Mit diesen genau, nicht alle haben eine Plattform. Aber es gibt auch normale Campingzelte und so weiter, aber alle Dachzelte und das B-Turtle ist eben in dieser Kombination von Plattform und Zelteinheit. Ja. Entwicklungszeit, wie lange haben Sie da gebraucht? Ja, das war die Ursprungsidee überhaupt, den Radanhänger zu bauen.
Das hat aber dann aufgrund der Aluminiumbiegetechnik, die da nötig ist, länger gedauert. In der Zwischenzeit waren wir bei den Luftelementen schon weiter und haben dann Gentle Tent gegründet und mit dem Zelten angefangen. Und seit letzten Herbst gibt es auch den Anhänger. Wie lange? Ist, also wann wurde Gentle Tent? 5 Jahre feiern wir jetzt. Ja. Genau. Okay. Zuladung, wie viel haben Sie? 220 Kilo auf der Liegefläche. Okay. Und im Innenraum sind 100 Kilo auch kein Problem, aber kein Radreisender würde so viel Gewicht mitnehmen. Mhm. Also man hat dann so 20, 30 Kilo. Für E-Bikes, genau. Vorrangig. Genau. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Falls ihr noch weiter Infos wollt, der Link zur Website ist in der Infobox. Wir sind hier am Stand von Cyclovation. Mit mir ist Sean. Er ist zuständig für das Business Development in der EU und er erzählt uns ein bisschen was über das X-Shifting-System. Ja, dieses X-Shifting-System ist unser so neue elektronische Schaltensystem. Und danach also kann man durch Bluetooth also sehr einfach ein Schalten machen. Und also das funktioniert so wie so auf dem Fahrrad soll man einfach nur drücken, dann kann man sehr einfach schalten. Und läuft es sehr schnell und sehr gut. Und hier gibt es Akku. Es kann man also mit Micro-USB auch aufladen und das kann man 10.000 Watt schalten machen. Ja. Das kostet jetzt 350 Euro. Okay, und bestellt werden kann es auf Ihrer Website? Ja. Einfach auf unserer Website. Der Link ist in der Infobeschreibung. Ja. Danke. Vielen Dank. Dieses Video kommt vom Stand von Velomo. Bei mir ist der Steffen. Velomo hat ein sehr schönes vierrädriges Liegerad-Konzept und derzeit ist leider nur ein Prototyp am Stand, weil alle anderen Räder derzeit also Probefahrten sich befinden. Aber für unsere Erklärungen sollte es reichen. Was sind denn die großen Vorteile von diesem, von dem Aufbau, von dem Konzept des vierrädrigen Liegerads? Ja gut, wenn wir von den dreirädrigen anfangen, die letztendlich diesen Markt beherrschen, dann ist ein viertes Rad viel, viel stabiler und zwar in mehreren Dimensionen. Kippstabilität leuchtet sofort ein, das heißt, wir haben nicht nur ein Aufstandsdreieck, sondern ein Aufstandsviereck und der Schwerpunkt wird viel besser abgenommen. Das heißt, gerade wenn wir höhere Sitzpositionen haben, wenn wir mehr Lasten haben, kippen wir nicht so schnell um. Und das pflanzt sich fort in die Spurstabilität bei höheren Geschwindigkeiten, dass wir zwei spurführende Hinterräder haben und auch bei hohen Geschwindigkeiten das Fahrwerk immer stabil ist und nicht sozusagen durch die Bankbewegung des einen spurführenden Hinterrads wie bei einem Trike irgendwie in die Nervosität gestürzt wird, sondern man mit diesem Rad auch mit 100 bergab fahren kann, ohne in den Grenzbereich zu kommen. Also auch für sportliche Fahrwerke, nicht nur für hohen Sitz, sondern auch wirklich für schnelle, zum Beispiel Grundlagen für Velomobile oder sowas, ist ein Quad die wesentlich fahrstabilere Alternative. Bremer Schlüssel ist eine Diebstahlsicherung für Fahrräder, die fest am Fahrrad verbaut ist. Das heißt, Sie haben zusätzliche Sicherheit ohne zusätzliches Gepäck. Wenn das Fahrrad abgeschlossen wird, dann sehen Sie hier, ist die Verbindung zwischen Lenker und Vorderrad unterbrochen. Damit ist das Fahrrad unbrauchbar und für Diebe nicht mehr sehr attraktiv. Knacken kann man am Bremer Schlüssel nichts, weil irgendwie ist alles schon geknackt. Und mit Werkzeug kann ich hier nichts Sinnvolles tun, um das Fahrrad wieder betriebsbereit zu machen. Dazu brauche ich meinen Schlüssel. Der ist kodiert, das macht ihn nachbestellbar. Den gibt es auch gleichschließend, also für mehrere Fahrräder mit dem gleichen Schlüssel, was bei Fahrradschlössern eher selten der Fall ist. Aufschließen geht genauso leicht wie abschließen. Sie haben gesehen, ich schiebe den Schlüssel in den Schacht. Ich achte darauf, dass Lenkstange und Vorderrad im richtigen Winkel zueinander stehen. Ich arretiere das System und jetzt ist das Fahrrad wieder betriebsbereit. Natürlich geht im aufgeschlossenen Zustand der Schlüssel nicht raus, auch nicht, wenn ich hier mal gegenkomme oder so. Das ist gar kein Problem. Die Montage ist genauso einfach. Den Bremer Schlüssel gibt es für jedes normale Fahrrad. Ein Lenker muss schon dabei sein. Bei Liegerädern ohne Lenker geht es natürlich nicht. Den gibt es für 79 Euro und den gibt es nur bei uns.
Wir sind von Smart Bikes TV heute am Stand von Schwalbe. Bei mir ist der Peter und Schwalbe hat einen neuen Reifen im Angebot, den Chibon Speed. Peter, erzähl mir davon ein bisschen. Ja, also das Hauptfeature an dem Reifen ist eigentlich die Tubusfähigkeit, die bei unseren Produkten oder gerade im Race-Bereich, wo der Reifen auch zugehörig ist, ein großes Thema spielt. Bei dem Reifen ist es ganz wichtig, ist ein sehr schneller Reifen, von der Konstruktion anders aufgebaut wie die normalen Reifen, die im Markt sonst erhältlich sind. Funktioniert nur mit Dichtmilch, also ich muss den Reifen mit Dichtmilch fahren, was natürlich auch den Vorteil hat, dass ich den Pannenschutz dementsprechend auch noch etwas erhöhe. Ist ein Dual-Compound drauf auf der Lauffläche, das heißt in der Mitte ist ein sehr schnell laufendes Compound und dann auf der Mitte ist noch ein anderes Compound, was ein bisschen mehr Grip erzeugt. Also das sind die Hauptfeature von dem Reifen. Die Breiten ist 40 mm breit und natürlich für 20 Zoll. Das heißt, fülliger Räder ausgemacht. Okay. Also ein schneller Reifen mit ausreichendem Pannenschutz. Genau, so schaut's aus. Falls ihr noch mehr Informationen über den Reifen benötigt, dann ist der Link in der Infobox.